Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück, zu Let's Play Splatoon Online. Im letzten Part haben wir wieder mal zwei Waffen vorgestellt, einmal den S3-Tintenwerfer D, mit dem ich wirklich keine guten Ergebnisse hatte. Dafür hatte ich gute Ergebnisse mit dem Platscher SE, zumindest im Rangkampf. Einmal hatten wir ein Comeback und einmal konnten wir knapp ein Comeback der Gegner verhindern und nun geht's weiter, Leute. Zum einen, ja Mann, endlich Dünerroller. Warum ich den Dünerroller so feiere, fragt ihr euch? Das werdet ihr im Kampf sehen. Ist zwar kein Dünerroller, mit dem ich sehr häufig spiele, weil meistens spiele ich ja mit dem Tesla oder mit dem Metallic. Aber dieser hier geht auch als Start. So, den Sprinkler als Sekundärwaffe und als Spezialwaffe Echolokator. Let's go. Danach haben wir noch diese Waffe hier, mit der wir wahrscheinlich überhaupt nicht klarkommen werden. Also ich gebe es mal... Ich werde mein Statement später zu der Waffe abgeben, ja? Ab in den Kampf. Ohne angeben zu wollen, Leute, ich bin übelster Ficker mit dem Dünerroller. Das könnt ihr mir ruhig glauben. Und wenn nicht, dann werde ich euch jetzt überzeugen. Na los. Na gut, dann los. So wollte ich es eigentlich sagen. Ja, der Dünerroller ist, also was das Rollen angeht, sehr langsam. Dafür hat er eine ordentliche Schlagkraft, wenn ihr das mal betrachtet. Also ich bin wirklich ein großer Fan vom Dünerroller. Er ist zwar nicht so wie der Kalligraph, der mich schon einige Male weitergebracht hat, aber im Standardkampf zum Beispiel spiele ich den sehr gern und macht die Gegner so richtig kalt. The fuck, habt ihr das gerade gesehen? Wir wurden erst gespottet, dann kam der Sound. Okay, this bitch want trouble. Kannst du haben. Hier drauf würde ich auch mal gehen, ein bisschen zu färben, aber gut, man kann ja nicht alles haben. Ah, einer wurde gesnipert. Ich gucke jetzt mal gerade ein bisschen. Was heißt, ich stelle mal mein. Hab ich dich. Motherf. Ich bin still. So, ich packe jetzt hier mal einen Sprinkler hin und gucke, wer ihn als erstes kaputt macht. Da vorne ist einer. Geh weg, du Sack. Macht euch einmal nützlich. Ich wurde gespottet. Nee, besser gesagt, disrupted. Hat der Spaß dran, diese Dinger zu werfen? Meine Fresse, Alter. Guck mal, was die alle machen. Die hängen an einer Stelle rum. Hinten? Nee. Ist keiner. Seht ihr, was, wie geil dieses Ding ist? Pause. Los, Leute, ich habe euch ein bisschen mehr Bandbreite verschafft. Wenn ihr es nicht ausnutzt, seid ihr selber schuld. Fuck, ich habe nicht getroffen. Zumindest nicht sachgemäß. Oh, oh. Jetzt noch ein bisschen rollen, um hier Farbe wegzumachen. Nein, 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 ich bin so tot. Ach, der arbeitet die ganze Zeit mit seinen Sevitox-Bomben. Aber seht ihr, Leute, dank meinem Einsatz, dank meinem Einsatz haben wir jetzt mehr Bandbreite und sind so gut wie am Gewinnen. Fehlt noch ein bisschen. Einen will ich noch. Na gut, dann nicht. Sorry, wenn ich esse dabei, aber ich bin hungry as fuck. Ich habe heute vor 2 Stunden 4 Steaks gefressen, ne? Und schon wieder Hunger. Gut. Die hatten aber auch noch den Elite-Disconnect. Egal. Rangkampf. Okay. Okay, let's go.
Und dann los, Teammates. Zeigt mir, was ihr könnt. No! You sneaky motherfucker. Oh, oh, oh. Was soll es heißen? Oh my god. Die Heuboy ist richtig gut gesetzt. Sie verschatten sogar genug Zeit. Nun gut. Das ist doof. Dass der nicht tot ist, ne? Komm, 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 komm. Warte, da ist schon was. Renn! Fuck, aber ich hab zwei! Ach du Scheiße, nein, aber ein Punkt fehlt. LOL! Wo ist die Kanone? Immer noch am selben Platz. Oh nein, die sterben. Na gut, nicht so wichtig eigentlich. Kleines Arschloch. Ach du Scheiße. Nein, jetzt werden sie alle massakriert. Macht bloß keinen Fehler. Warum habe ich überhaupt so ein Herzrasen? Das verstehe ich nicht. Wow. Als ob. Ich habe ihn beim ersten Mal nicht getroffen, das ist das Problem gewesen. Aber es ist doch sehr viel nicht eingefärbt. Also ich denke mal nicht, dass wir das hier noch gewinnen, aber ein bisschen. Hä? War da gerade irgendwas? Ja, da war was. Ist der tot? Ich hoffe ja. Kleines Spastenkind. Tötet sie einfach alle. So macht man es halt. Ich brauche die Kanone halt dringend. Oh, wieso jetzt? Der Sniper! Denkst du, nur weil du jetzt fast überall drei gleiche Effekte hast, respektiere ich dich oder was? Oh oh. Das ist nicht gut. Missgeburt, Alter. Lass die Kanone noch. Nee. Ist ja Jeremy 13, ne? Aber das ist doch das Problem, ey. Wir kommen irgendwie nicht voran. Warum bin ich. Wieso bin ich jetzt so gesprungen? Wo ist denn der Typ mit der Kanone hin? Oh, er pusht. Ist mein Team dumm? Ja.
Soll ich mich deswegen jetzt aufregen? Nein. Ich werd noch eine Runde machen. Lag's an mir? Nee. Ja, ich hätte wirklich gerne den Blaster gehabt, ne? Wechseln wir noch mal kurz die Lobby, weil ich will noch mal einen Dünerroller spielen. Diesmal will ich einen schönen K.O.-Sieg. Den trete ich in den Arsch. Aufregen tue ich mich aber noch nicht. Nein, nein, nein! Geht weg mit euren... Nee, tue ich nicht. Selbe Map. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Ich meine, Leute, ihr habt es ja gesehen. An mir lag das ja nicht, dass wir verloren haben. Okay, kommt. Wenn das hier Skullbagger sind, ich raste komplett aus. Weil Skullbagger im Standardkampf, na gut, das ist ja noch normal, wenn es Leute gibt, die auf sowas abfahren. Aber im Rangkampf, wo man ernst spielen sollte. Jetzt entfalte ich mal meine ganzen Skills. Ja, 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 ja. Ach du meine Güte. Hoch da. Da hat jemand ein Kugelschild gezündet. Ich warte mal ein bisschen. Ah, das war unser Teammate. Lol, wie ich den gekillt habe und hochgekommen bin. Wow, den habe ich aber noch geowned. Zieht doch weiter. Kann mir mal einer erklären, was der Kleckser da vorne macht? Oh Mann, der war hinter mir. Er hat sich von ihm überrollen lassen. How stupid can you be? Na, die meisten Funktionen wurden schon ausradiert, aber es ist egal. Oh, wie lang? Laber nicht, laber nicht. Hat der immer noch seinen Tensuk und ballert auf mich, du scheiß Wichser. Demnächst halte ich sicheren Abstand von dieser Bitch. Oh oh. Was fällt dir ein, mein Teammate einfach so niederzumachen? Oh! Ihr Arschlöcher, kommt gefällt zum Vorne! Drecks Tentatec. Die haben dann Spawnpool aufgestellt. Wahrscheinlich. Hallo! Seid ihr blöd? Ich nehm das Ding. Hörst du schwer, du... Dumme Teammates. Renn doch nicht so dumm! Warum? Weshalb denn? Ihr Schweine! Meine Teammates sind unfähig, denn sie haben den einfach entkommen lassen. Er hat mich nicht überrollt. Ich war hinter ihm. Guck mal, wie Missgeburten hier uns umzingeln. Fickt euch doch, Schlampen. Ihr Loser-Teammates. Ihr Nichtskönner.
Ihr habt's gesehen, Leute, ich hatte die größten Loser, ihr blöden Japan. Nee, das ist die einzige japanische Schwuchtel. Warum ich letzter bin, keine Ahnung. Ich und der Isai haben alles gegeben. Und ihr zwei Arschgeigen waren echt der Loser. Zurück auf den B-Rang, ihr Wichser! Das ist jetzt echt was Rage-würdiges. Fickt euch, Alter. Ich hoffe, wir haben mit der anderen Waffe mehr Glück. Jetzt reicht's mir aber. Das sind natürlich Ausdrücke vom Feinsten. Man will sie vermeiden, aber es klappt einfach nicht. Ist so klar gewesen. Ich glaube, in der nächsten Waffe wird es auch nicht besser. Jedenfalls, der Klotzer 14A. Eine Sniper mit halbem Schuss, sozusagen. Es reicht nicht aus, um einen Gegner einmal zu treffen. Man muss ihn zweimal treffen. Als Sekundärwaffe haben wir die Tintenwall und die Heuboje. Ich erwarte keine guten Ergebnisse, aber versuchen wir es mal. Ich bin gerade so aggressiv, Alter. Wieder dieselbe Map. Ja, hört auf, cool zu rufen. Ich bin ja schon sauer genug. Also eigentlich ist der Klotzer ziemlich geil. Also ich finde ihn schon besser als die S3 Tintenwerfer und den Junior Klexer Plus. Halt, es ist sehr schwierig mit einem Klotzer zu kämpfen. So. So, wenn ich auf die leichte Schulter nehmen will, kann das ja gerne versuchen. Da ist einer, ich weiß das. Oh oh. Versuch's doch. Oh oh. Verzieh dich. Hat der daneben geschossen? Ist der blöd? Ist der dumm? Der hat einfach daneben geschossen. Ja gut, sowas muss man auch erstmal können. Daneben schießen, jemanden nicht zu treffen, der gerade am Wegspringen ist. Junge, raus aus unserer Zone. Aus unserer... Ach du Scheiße. Das ist jetzt ein bisschen schlimm. Das ist die Range, die immer wieder nicht ausreicht. Ich kann ja halt auch nichts machen. Ich bin ja so wie eingekesselt. Gebt mir nicht die Schuld, wenn wir verlieren. Ich komm ja halt auch nicht voran. Motherfucker. Größte Wichser, Alter. Guckt euch mein Team an. Was mache ich denn? Bin ich ganz blöd. Fotze. Ja, du kannst nichts machen, wenn dein ganzes Team hier gerade versagt. Guck dir das mal an. Ich hab's versucht. Ja, Sniper 6-0, Klugscheißer. Wenn ich die nächste Runde, wenn wir die Rangkampfrunde gewinnen, will ich von jedem 5 Euro haben. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen mit dem Ragen. Es ist so. Es kann ja auch gut sein, dass mein Vater vielleicht mal meine Videos guckt, weil...
Du blöde Kuh, du blöde Kuh. Warum wusste ich es? Spiel ernst, du Fotze. Double Kill. Ich nehme das Ding. Du wirst damit nichts machen. Na, hab ich dich ja. Einen werdet ihr doch wohl down kriegen. Zwei. Ich habe zwei Stück. Nice. Finde ich sehr geil. Komm, spring, spring, spring schneller. Nein, ich wurde gespottet. Ich wurde gespottet. Ich werde sterben. Als ob der mich getroffen hat. Jetzt bin ich nicht ernsthaft zu dem gesprungen. Das ist jetzt nicht wahr. Schön, sie haben sie gestoppt. Lol, ich habe sie ernsthaft blind getroffen. Lass mich die Kanone nehmen. Der Sniper ist gut. Oh nein, die wollen von da kommen. Was zum... Die Cindy macht was. Das ist ja mal eine Überraschung. Ich dachte mal, die kann nur rumgammeln. Hab ich dich. Nein, da war noch einer. Sehr schön gemacht. Es ist ein Kampf, aber wir können ihn gewinnen. Komm, schnell. X-Spam, X-Spam, X-Spam. Versuch doch hier hinzukommen. Ich habe die lang genug hingehalten. Dennoch, mein verdammtes Herz rast. Sehr schön. Lol.
Verdammt. Ihr müsst ihn nur stoppen. Ich weiß, ihr schafft das. Kommt mal, Boys. Sehr schön. Am Ende nochmal Teamarbeit vom Feinsten. Es war relativ ausgeglichen und ich muss mich bei meinem Team sehr bedanken, dass ihr gezeigt habt, dass ihr nicht alle Schloppschwänze seid. Ja. Ihr seid die skilligsten Teammates. 11 zu 7 mit Klotzer! Leute! Oh. Also ihr seht, ich bin gar nicht mal so schlecht mit dem Teil. Okay, am Ende haben wir noch abends nochmal gerockt. Da würde ich mal sagen, Daumen hoch, Leute, und 5 Euro nicht vergessen. Kleiner Scherz. Gut, Leute, da würde ich mal sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich doch sehr über einen Daumen hoch und eine positive Bewertung freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Leuten, die ihr mögt, Leuten, die ihr hasst. Und im nächsten Part geht's weiter mit 2 neuen Waffen. Bevor mein Deutsch komplett versagt, sage ich, bis zum nächsten Mal und stay fresh!